Ja, ihr Lieben, ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Folge Keen Tüdelkram. Und heute besprechen wir, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Weißbrot, also einem Auszugsbrot, und einem Vollkornbrot. Ja, ihr Lieben, ihr kennt das ja von den Getreidefeldern in der Umgebung und die sehen manchmal so aus und manchmal so. Das hier ist zum Beispiel Weizen und das hier ist Roggen. Dann werden daraus natürlich die Körner herausgeholt und der Müller macht daraus dann Mehl. Das, was ihr hier seht. Aber es gibt einen Unterschied, denn es gibt auch noch Auszugsmehl. Und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Auszugsmehl und einem Vollkornmehl? Und dafür habe ich so eine ganz moderne Tafel für euch ausgepackt. Und hier sieht man das eigentlich ganz gut erklärt. Ein Auszugsmehl, da werden die Schalenteile oder die Schalenanteile entzogen, also abgemahlen, wenn man so will. Und der Keimling wird auch entfernt. Also man nimmt quasi nur noch den Mehlkörper. Und dann nennt man das Getreide Auszugsmehl. Ja, ihr Lieben, das sind zwei Klassiker. Einmal ein richtiges Vollkornbrot und einmal ein Weißbrot. Und ratet mal, was das hier wiegt. Dieses hier wiegt 250 Gramm, dieses Stück, und dieses hier 500. Das bedeutet, das Volumen ist bei einem Auszugsbrot deutlich, deutlich höher. Ja, aber was ist eigentlich der große Vorteil eines Vollkornbrotes? Durch den Keimling und die Schalenanteile, die ja hier in dem Brot enthalten sind, wird das Brot deutlich reicher an Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralstoffen. Und ja, das hat das Weißbrot nicht ganz so stark. Nichtsdestotrotz hat eine Scheibe Weißbrot immer noch mehr Ballaststoffe als ein Apfel. Warum ist denn das Auszugsbrot so erfolgreich? Das liegt daran, dass es uns sehr, sehr gut schmeckt. Durch den großen Mehlkörper, der sehr viel Kohlenhydrate hat, schmeckt uns das Brot einfach besser. Der große Vorteil eines Vollkornbrotes ist es aber, dass durch die Ballaststoffe das Brot sehr, sehr lange sättigt. Das heißt, wir essen dann erst später wieder was. Und das führt dazu, dass wir etwas weniger essen. Und das wiederum führt dazu, dass wir quasi automatisch eine kleine Diät haben. Also lasst euch keinen Tüdelkram da draußen erzählen und entscheidet euch ganz bewusst für eine dieser beiden Brote. Ein Brot ist ein cooles Lebensmittel und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem Brot zu Hause!